Im 20. Jahrhundert, also seit 100 Jahren, spielten fast immer die gleichen Instrumente in einem Orchester zusammen. Die einzige Gruppe, in der noch immer viel Neues ausprobiert wird, sind die Schlaginstrumente. Es gibt hier nicht nur Pauken, große und kleine Trommel, Triangel und Becken. Die heutigen Komponisten erforschen sehr interessiert die Musik anderer Kulturen und bringen die neu entdeckten Instrumente immer wieder in ihre Werke mit ein. Da gibt es beispielsweise eine große Anzahl von Becken und Gongs, die aus der Türkei oder Asien stammen. Oder Trommeln aller Art, die ihre Ursprünge in Südamerika und Afrika haben. Dann wird Musik zum Experiment. Musik und Klänge werden immer wieder neu entwickelt. Die Komponisten arbeiten wie Erfinder in ihren Laboren.